gestern Sprechtag war die größte Comedy-Sache für mich überhaupt. Du kommst dahin, allein die Aufmachung schon. Erstmal merkst du richtig den Unterschied zwischen arabischen Eltern und deutschen Eltern. Deutsche Eltern kommen zum Elternsprechtag, weil die wirklich interessiert sind. Die wollen wirklich wissen, was ist mit meinem Kind los, wie läuft der Unterricht und alles Mögliche. Und die verteidigen ihre Kinder auch. Die sind wie Rechtsanwälte. Du kannst gar nichts gegen die Kinder sagen. Wenn du sagst so, ja, Christian ist in letzter Zeit nicht so gut in Mathe und alles Mögliche. Die Eltern sagen so, darf ich mal bitte den Lehrplan sehen? Bei uns gibt's sowas nicht. Unsere Eltern gehen mit uns zum Elternsprechtag, um uns gemeinsam mit dem Lehrer fertig zu machen. Also mein Vater war immer froh, dass er jemanden auf seiner Seite hat. Deswegen ist er mit mir gegangen. Echt, manchmal bin ich mit ihm zum Elternsprechtag gegangen. Er sitzt nicht neben mir, er sitzt neben dem Lehrer. So, Papa, komm, du musst dich hier hinsetzen. Und ich hatte so in der 7., 8. Klasse hatte ich sehr viele Probleme in der Schule. So. Also meine Noten wurden immer schlechter. Ich habe ein bisschen Scheiße gebaut, keine großartige Scheiße. Ich war einfach nur auf einmal an Mädchen interessiert. Auf einmal so Mädchen, oh, und keine Hausaufgaben mehr gemacht, gar nichts. Voll nachgelassen. Meine Klassenlehrerin fand das sehr problematisch. Meine Klassenlehrerin hieß Frau Wagner. Und sie zu mir, Vanessa, dein Vater muss auf jeden Fall zur Schule kommen. Der ist nicht so gerne gegangen. Und ich musste ihn 3 Wochen lang überreden. Ich so, Baba, du musst zum Elternsprechtag kommen, Frau Wagner will ich unbedingt sehen. Irgendwann sagt er zu mir, ja, ich komme ich. So gut. Also habe ich ihn mitgenommen und wir sitzen beim Elternsprechtag und Frau Wagner sagt Folgendes zu ihm. Herr Lamrobel, ich habe in letzter Zeit sehr viele Probleme mit Benaisa. Er ist ständig unkonzentriert, macht kaum Hausaufgaben, ist nur noch mit den Mädchen beschäftigt und seine Noten gehen in den Keller. Jetzt kommt mein Vater seine Antwort. Frau Wagina. Frau Wagina, Frau Wagina. Ich weiß ich auch nicht, was ist los mit dieser Junge? Die ist immer nur mit Mädchen, die guckt immer auf Mädchen zu Hause, auch die ist telefonieren mit Mädchen. Und Frau Wagina, was sagst du bitte? Der geht mit Nutten in den Keller? Hier in Schule? In Schule? Atvoalik latixim, du gehst mit Nutten in den Keller. Du musst Hausaufgaben machen, lerne nicht mit Nutten in den Keller gehen. Frau Wagina... Frau Wagina, der war nicht so. Der war so ein guter Junge. Der war immer zu Hause, immer gute Sachen gemacht. Der war immer zu Hause. Wir sind Religion, beten immer, war immer beten. Jeden Freitag ist in Muschi gegangen. Jeden Freitag. Jetzt. Jetzt geht nicht mehr. Ich zieh sein neues Benaisa, wenn du Muschi siehst, du musst reingehen. Nicht Muschi vorbeigehen. Wenn du Muschi siehst, geh rein! Frau Wagner guckt uns an, sie versteht die Welt nicht mehr. Dann guckt sie meinen Vater an und sie stellt ihm die Frage aller Fragen. Sie so, Herr Lamrobel, sprechen Sie mit Ihrem Sohn zu Hause Deutsch? Mein Vater so, ja, Frau Wagina! Ich muss ich mit denen Deutsch sprechen, mit alle meine Kinder, die können gar kein Marokkanisch. Ich muss ich mit denen Deutsch sprechen. Warum? Die hören sonst nicht zu. Frau Wagner so, entschuldigen Sie bitte, Herr Lamrobel, die hören sonst nicht zu! Frau Wagner guckt mich an, sie so, Benaisa, verstehst du das, wenn dein Vater Deutsch spricht? Und ich so, 15-jähriger Proll noch so. Ich so, klar, Frau Wagina. Natürlich. Es geht um die wichtigen Sachen im Leben, ne? Es geht um Nutten, Muschis, Hurensöhne. Das Allerwichtigste. Vor allen Glatik, Sim, du gehst mit Nutten in den Keller. Ey Leute, ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dem Video, Mann. Benaisa ist auf Tour, er ist schon jetzt auf Tour, nicht er geht auf Tour, er ist schon auf Tour. Ja, check das ab, Benaissance, die Tourdaten sind in der Bio. Checkt euch Karten auf jeden Fall ab. Wenn ihr das nicht schafft oder wenn ihr broke seid, dann habt ihr die Chance jetzt 2x2 Tickets zu gewinnen. Ich habe ein Bild gepostet, hier. Checkt das ab auf Instagram, schreibt 2 Freunde in die Kommentare. Und wie gesagt, 2x2 Tickets. Noch was? Ja, und die Stadt, wo ihr hinkommen wollt. Genau, sorry. Ganz wichtig. Damit wir aussuchen können, wo ihr hingeht. Okay? Wir sehen uns in Wiesenburg. Bist du in Frankfurt? Ja, Neu-Wiesenburg. Ist nur Neu-Wiesenburg. Okay, wir sehen uns in Wiesenburg. Wiesbaden, ja. Ganz vorne sein. Ganz vorne. Rechts. Links. Rechts wäre schon besser, weil diese Seite ist. Okay. Rechts, ganz vorne. Wenn ihr reden wollt, dann. Komm vorbei! Die Huren sonst nicht so! Die Huren sonst. Wieso hört? Guck mal, wieso? Wieso? Wieso hört? Jetzt.